Moin Jungs, Frühlingsgrüße, Moin. beinahe gesagt. Hi. München. Daniel, Mirko. Wie ist das Wetter bei euch? Bei mir ist dunkelblauer Himmel und es regnet. Kennt man ja nicht gar nicht so viel. Sonne und Hagel. Ja. Noch ein Hagel. Ja, ich habe vorhin gerade zum Nachbarn gesagt, also wenn man oben in Hamburg oder sogar Kühlungsborn wohnt, dann ist man ja so ein Wetter schlichtweg wochenlang gewohnt. Hier ja eigentlich relativ wenig, muss man mal sagen. Also das finde ich immer ganz angenehm. Bayern. Ja, Daniel. Der Frühling kommt. Der Frühling kommt. Was haben wir denn für Themen? Was geht gerade ab? Mirko? Ja, also ich würde vorschlagen, wir haben ja so ein bisschen kurze Pause, Sendepause gehabt. Viel zu tun in unseren Unternehmen, Familien und so weiter. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute nochmal einen kleinen Nachgang machen. Eine Nachlese zu Xi Jinpings Besuch in Moskau. Ich glaube, das war ja nun wirklich doch in allen Medien. Vielleicht haben wir da vielleicht noch zwei, drei interessante Sachen zu sagen. Ich halte mich mit meinem ersten Kommentar mal zurück. Daniel, geh du mal in die Vorlage und kurze Einordnung. Ja, wir haben ja davor ein bisschen drüber geredet und spekuliert, wie das laufen könnte. Es haben wir auch gewisse Hoffnungen gehegt, dass das vielleicht jetzt Friedensgespräche antriggern könnte. Ja, also es wäre ja eigentlich, wie wir letztes Mal gesagt haben, die Chance gewesen, ja, von China, wo jetzt eigentlich, sagen wir, in den letzten 18, 24 Monaten eigentlich die globale Reputation ziemlich nach unten gegangen ist. Also über so ein Brokerage von einem Friedensdeal, das wäre ja die Chance, also da wirklich jetzt ganz, ganz viele Punkte zu machen. Und es waren ja Gerüchte da, dass Xi dann vielleicht sogar auch mal mit dem Selinski spricht, aber es ist leider nichts in der Richtung passiert. Ne? Also, und auch, sagen wir, das Papier davor, das war jetzt ein Besuch bei Putin. Man hat natürlich gesehen, eigentlich nur positive Signale, was China-Russland betrifft, aber Richtung Frieden war leider nichts. Und wohl jetzt auch in der Woche drauf nicht, wo es ja noch Spekulationen gab, dass da vielleicht mal ein Telefonat stattfindet. Also eigentlich schade, ein bisschen verpasste Chance, finde ich. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da schon drauf gehofft, dass da was geht. Aber die Signale, die da so rübergekommen sind, von wegen neuer Weltordnung und die nächsten 100 Jahre, die lassen mich befürchten, sagen wir mal, dass ein bisschen diese Spirale, die wir jetzt haben, US, China und auch Beziehungen mit Europa, dass das nicht unbedingt jetzt in eine gute Richtung läuft, was die politische Ebene betrifft. Ne? Wirtschaftlich ist natürlich nochmal was anderes, aber ja, das wäre jetzt mal so mein Kurzresümee. Ja? Ich weiß nicht, Hans, wie hast du das gesehen? Also ich würde sagen, Xi Jinping bleibt sich hier total treu. Natürlich ist es eine Enttäuschung für alle Europäer und jeder, der dem das nahe geht mit dem Ukraine-Krieg. Aber ich glaube, er bleibt sich treu in dem Sinne, als dass er ein Big-Picture-Guy ist. Für ihn ist Sicherheit das Überbordende, das ist das Thema, was alles überdeckt und überall eindringt in alle seine politischen Überlegungen und Handlungen. Und es ist einfach nicht wichtig genug für ihn. Er will seinen Fokus halten auf den großen Konflikt mit den USA, weil er ja das Thema hat mit der Erneuerung, die großartige Erneuerung der chinesischen Nation. Das ist ja das große Thema. Und Sicherheit spielt in den letzten Jahren, ist das Nummer eins Thema. Und ich glaube, die Ukraine ist ihm einfach leider nicht nah genug, sondern ich glaube, das ist eher ein taktisches Spiel. Er versucht, einen Spagat zu gehen zwischen: Gut, ich muss irgendwas machen, damit ich das verkaufen kann, als wir haben es ja versucht. Wir haben auf diplomatischer Ebene ein bisschen was getan. Aber im Prinzip, ich glaube, der Takeaway ist, Russland wird ein Juniorpartner in dieser Beziehung China-Russland auf lange Sicht. Er verliert nicht seinen absoluten Fokus auf Taiwan. Ja, deswegen, wenn er zu viel macht, dann ist das vielleicht ein Präjudiz für die Taiwan-Frage. Wenn er zu wenig macht, genauso. Also versucht er es so neutral und mit so Minimalismus, glaube ich, anzugehen. Das sehe ich so ein bisschen. Ja, und ansonsten, man sieht es ja auch in der Region. Ich finde es interessant, dass in Europa in den Medien wenig berichtet wird aus der Region. Man sieht zum Beispiel eine Annäherung zwischen Korea und Japan in Sicherheitsfragen.
Der Kim schießt fleißig seine Raketen, also in einer extremen Häufung. Habe ich jetzt auch nicht nachgelesen in den deutschen Medien so viel, so am Rande schon mal. Aber da tut sich richtig was. Der Sohn von Ferdinand Marcos, der diese Gattin hatte mit den 500 Paar Schuhen, der philippinische jetzige Präsident, der hat jetzt sucht auch wieder den nach Duterte den Schulterschluss mit den USA. Also das Spiel für China, Sicherheit und Geopolitik ist ganz klar Taiwanstraße, südchinesisches Meer, ja. Pazifik und Indischer Ozean. Ne? Also es ist einfach nicht wichtig genug Ukraine für den Xi Jinping. Das ist so mein. Ja. Mirko, wie hast denn du diesen, da gab es ja dieses Viral-Video, wo der nach dem Dinner der Xi zum Putin da noch ein paar Sätze sagt. Wie hast du das denn interpretiert? Daran, an den Stellen sieht man ja dann wirklich ganz klar, also das Security-Thema, was Hans anspricht, ist natürlich Nummer eins, aber es ist nicht mehr so wie dieses sort of hiding your strength, biding your time, so Deng Xiaoping, ja, diese Policy, sondern es ist wirklich neue multipolare Weltordnung und das, glaube ich, ist halt das alles überschreitende Ziel, da neue Sachen aufzusetzen, neue Systeme zu bauen. Und also ich habe das vorhin ja im Eingang schon gesagt, vielleicht ist es jetzt gar nicht mal unbedingt ein extra Thema wert für uns heute, aber die Rede gestern von der von der Leyen, ja, die ist wert, sich mal anzuschauen und auch die nochmal vielleicht nachzulesen, gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Reise, die sie ja mit Macron gemeinsam macht. Und das ist ja quasi ein europäisches Zeichen, was da gesetzt wird, was natürlich auch die Spielräume für Macron wesentlich enger macht. Aber ich erwähne das in dem Kontext hier, weil ich finde, dass sie auch nochmal ganz klar sagt, dass Europa unglaublich genau hinschaut, was China macht in der Russland-Ukraine-Situation und sie machen zu wenig. Und dass der Xi nicht realisiert, ja, dass er sich mit Europa wirklich versaut, auf gut Deutsch, durch das, was er macht und auch das, was er nicht macht. Ja, weil Daniel das ja schon angesprochen hat, dieses Gespräch, wo viele ja im Vorhinein schon gesagt haben, das ist ein Cover, das Gespräch mit Zelensky suchen zu wollen, um den Trip so ein bisschen einen Friedenstrip Geschmack zu geben, den er am Ende gar nicht hatte. Das haben wir ja gesehen. Ist nichts passiert. Jetzt ist schon wieder 2 Wochen her, seit diesem Wall Street Journal Leak, dass er mit Zelensky reden will. Es ist nicht passiert. Und deswegen, weißt du, man wundert sich, der hat ein großes, das Große und Ganze im Bild, aber Europa, glaube ich, sieht er nicht, wie ihm das davon fließt. Mhm. Oder? Das stimmt, da hast du recht. Ne? Also das ist schade, ja? Das, aus verschiedener Hinsicht. Ne? Ich meine, natürlich muss der Krieg endlich aufhören, ne? aber es hätte wirklich viel bewirken können. Ne? Dafür waren jetzt in Russland verstärkt viele elektrische chinesische Autos auf der Straße rum und keine deutschen Luxusmarken mehr. Das glaube ich auch gehört. Ich glaube, es gibt irgendwie im Augenblick noch, weiß ich nicht, war die Zahl 13 oder 17 Automarken, die man käuflich in Autohäusern erwerben kann. Davon sind irgendwie 70 oder 80% chinesische Marken. Ja? Und vor allem natürlich die Elektromarken. Was gibt es denn? Ein guter Themenwechsel da, Daniel. Wie sieht es denn gerade aus im chinesischen EV-Markt? Was geht da ab und was bedeutet das auch gerade für uns hier in Europa? Ja, also jetzt mal die Russland-Sache. Die Chinesen sind alle gerade dabei, jetzt wirklich anzufangen, nach draußen zu gehen, ne, mit ihren Produkten. Und Russland ist echt ein Vakuum. Ne? Da sind die alle rein. Innerhalb kürzester Zeit kann man jetzt diese ganzen chinesischen Marken alle in Russland kaufen. Ne? Also das ist schon interessant. In China findet gerade im Markt also ein totales Blutbad statt. Ne? Das ist, muss man wirklich so sagen. Also viele alte Bekannte sagen mir, so einen Wettbewerb wie jetzt mit so vielen Nachlässen haben sie eigentlich noch nie gesehen. Plötzlich, ja, seit Anfang des Jahres, chinesisch Neujahr ist eigentlich immer ein Boom, war dieses Jahr nicht so toll und jetzt kriegt man plötzlich alle, sagen wir mal, Autos und Elektroautos mit riesigen Nachlässen
und der Markt ist nicht so besonders gut. Ja? Und das hat also dazu geführt, dass da Panik ausbricht, ja? Weil viele dieser Hersteller auch nicht, sind ja noch Startups und haben dann auch nicht so eine gute Kapitaldeckung. Also, und das Ganze wurde ein bisschen getriggert von diesem Preiscut, den Tesla gemacht hat, ne? Mit 10.000 Dollar Nachlass auf der ganzen Welt. Da mussten die natürlich die ganzen Wettbewerber mitziehen. Dann haben die plötzlich margenmäßig, stehen die nicht mehr gut da. Und dann kommen keine Volumen mehr. Das ist also dann, sagen wir mal, vom Cashflow ein absolutes Desaster. Deswegen ist jetzt, sagen wir, diese ganzen Pläne der chinesischen Player, die jetzt alle nach draußen gehen, auch alle nach Europa kommen, werden jetzt alle gerade beschleunigt. Ja, also ich sag mal, das war jetzt vor ein paar Monaten, haben die das mal in der Schublade gehabt, aber machen wir mal schön langsam, 23, 24, jetzt auf einen Schlag, heißt es, volle Kanne Gas geben und wir gehen jetzt richtig nach Europa. Also ja. Das gewinnt jetzt an Bedeutung, geht richtig los. Ja. Und BYD und Shanghai Automotive, MG sind schon hier. Aber ich kenne mindestens 10 weitere Marken, die jetzt alle gerade ihre Pläne andrehen. Und in den nächsten Monaten wird es da richtig was passieren hier in Europa. Da werden also ganz schön, sagen wir mal, chinesische Marken ankommen. Bin ja da auch mit meinem neuen Business aus der Schweiz ein bisschen mit sozusagen engagiert in dieser Geschichte. Aber das wird jetzt eine spannende Zeit, ne? Ja, das ist genauso. Ja, ist interessant, ich bin heute beim Einkaufen gewesen und habe tatsächlich meinen allerersten BYD auf der Straße gesehen. Ja, ja. Also ich bin mir sicher, Daniel, das muss einer von den Sixt-Modellen gewesen sein. Die machen ja, Sixt macht ja so eine Subscription auch, ja, da sind die alle drin. 100.000 Einheiten unterschrieben, also die kommen jetzt richtig auf die Straße. Und also BYD ist jetzt einer von vielen, ne? Shanghai Automotive, Geely, dann kommen auch Dongfeng, Guangzhou Automotive, China, die ganzen großen Hersteller, die werden alle hierher kommen, ne? in der nächsten Zukunft. Ne? Also das wird spannend, das sind super Produkte aus meiner Sicht, ja, also wirklich auch auf einem Tesla-Niveau zu ganz guten Preisen. Ne? Also da wird sich, glaube ich, der ein oder andere europäische Hersteller warm anziehen müssen, ne? Bei dem, was da kommt. Kann man jetzt nicht vergleichen. Ne? Vor 5 oder 10 Jahren sind schon mal ein paar chinesische Autos hier angekommen. Die waren alle noch Schrott, ne? und haben denen keine Crashtests geschafft und so weiter. Was jetzt kommt, ist eine völlig andere Liga. Ne? Also wirklich auf einem guten europäischen Niveau, was Qualität und so betrifft. Es gibt auch eine parallele Entwicklung zu dem, was du da berichtest, Daniel, bei den Lokalregierungen. Also bei mir angeklopft haben konkret Leute, die in Nanjing, in den Industriezonen für Zhaoshangju zuständig sind. Ich hatte vor 2 Tagen hier ein chinesisches Beratungsunternehmen, was sehr governmentnah ist, in Jiangsu, da geht es um Taizang, Wuxi und auch um Nanjing. Und da mir ist aufgefallen, oder euch ja wahrscheinlich auch, ne, diese ganzen Regierungsdelegationen, die allein in der Stadt München waren in den letzten Wochen, das war, ist schon enorm. Also der Nachholbedarf, von 3 Jahren. Genau, Nachholbedarf. Und interessant ist auch der Ton, der angeschlagen wird. Und in der Besprechung, die ich vor 2 Tagen hatte, das war erstaunlich offen. Also habe ich früher so nie gehört, dass man auch zugibt, dass man vielleicht ein paar Schwächen hat oder einige Fehler und dass man Dinge anders machen will. Aber es wird sehr stark nach neuen Projekten gesucht, die natürlich jetzt auch nicht wie Sand am Meer zu finden sind. Ne? Das ist ja nicht so ganz einfach jetzt. Es dauert alles noch, aber es ist ein Interesse ist eindeutig da. Ja, die Pipeline ist ja total ausgetrocknet, ne? Und viele dieser Lokalregierungen, die sind ja total abhängig von diesen Zhaoshangjinse, ne? diese Recruitment von neuen Projekten. Und ich glaube aber, es wird auch schwer, weil viele von diesen Regionen, die steuerliche Situation hat sich total verändert. Die waren also vor ein paar Jahren ja noch in der Lage, einem da riesige Packages anzubieten. Und ich glaube, das wird nicht mehr so einfach für die sein, ne? Weil die alle fiskal, glaube ich, jetzt in einer kritischen Lage sind. Vielleicht in Jiangsu und Zhejiang noch, aber in vielen anderen Gegenden wird das, glaube ich, schwierig. Ja. Ich habe die Frage gestellt, was könnt ihr denn in Taizang konkret mir anbieten, wenn ich einen Kunden hinbringe? Und daran merkst du, dass es noch eine sehr frühe Phase ist. Also normalerweise kennen die das ja runterleiern, ne? Wenn das schon quasi eine Sprachregelung raus ist aus der Kommission, dann können die das runterrattern. Ne?
was weiß ich, mehr Adjensan, also diese typischen Steuervergünstigungen, die es mal immer gab, das könnte man dann runterleihen, aber da kam wenig, deswegen glaube ich, dass es im Moment jetzt die Speerspitze ist. Ne? Da muss man sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht mal noch Themenwechsel. Das war ja super spannend letzte Woche mit Alibaba und Jack Ma. Mirko, was ist denn dein Take davon? Oder vielleicht erstmal die Fakten. Ja, also lustigerweise war es ja so, dass diese Woche da um Mitternacht, ich weiß nicht, am Montag oder Dienstag, Bloomberg mit einem Artikel rauskam und der hieß ungefähr so, ja, Jack Ma kommt nicht zurück und also es sieht also alles nicht toll aus in China für Tech und die Regierung kriegt ihn auch nicht zurück und ja, du hängst schon seit einem Jahr außerhalb des Landes und dann wenige Stunden später kommt dann die SCMP mit dem Artikel raus und sagt, Jack Ma ist wieder in Hangzhou. Und das Lustige war, dass das Bloomberg ihr Ding dann nicht zurückgezogen hat. Ja? Die haben das den ganzen Tag trotzdem so stehen lassen. Jedenfalls, Jack Ma war wieder in Hangzhou, hat seine Schule besucht. Lustigerweise, muss man auch sagen, war schon vorher im chinesischen Weibo von so ein paar Netizens ein Video reingestellt, wie so ein Typ auf so einer Highway da in Hangzhou an dem Bus mit Jack Ma gefahren ist und ihn dann halt direkt so vom Fenster aus vom Auto mit aufgenommen hat. Und der saß da mit Zhang Yong und noch so ein paar anderen Leuten. Ja. Und also eigentlich Bloomberg hätte es wissen müssen. Nichtsdestotrotz, er ist zurück. Und was natürlich sicherlich einer der Aspekte ist, dass er auch da zu dieser, ja, ich sag mal, Alibaba spaltet sich selber auf in 6 neue Einheiten. Ja, da musste er sicherlich vor Ort auch mal das eine oder andere vielleicht mal sagen und auch unterschreiben. Deswegen die Präsenz vor Ort, ob man dieses Zurückkommen jetzt auch noch irgendwie anderweitig deuten kann, was das für China bedeutet oder für den Tech-Sektor, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen aus den Händen gesaugt, ja. Aber nichtsdestotrotz, für die Investoren von Alibaba ist es interessant, da wird Shareholder Value. Was macht der Kurs von Alibaba jetzt? Ja, es ist schon einiges nach oben passiert, weil das ist ja so ein bisschen Sum of the Parts Rechnung, ja, und viele sagen halt, Alibaba ist wirklich schon sehr lange nicht mehr gerecht bewertet worden und solche Spin-offs in 6 getrennte Entitäten, die dann natürlich selber ihr Fundraising und IPOs dann machen können, ist vielleicht aus Shareholder-Sicht gut, aber letztendlich müssen wir auch mal sagen, ist das jetzt nach fast 2,5 Jahren vielleicht auch genau das Ergebnis, was die Regierung immer wollte, weißt du? So ein riesiges Konglomerat aufzuspalten. Und da hast du. Glaubst du denn, dass das eine reine Top-Down-Vorgabe war, die sie umgesetzt haben? Oder glaubst du, dass die selber gesagt haben, es ist vielleicht gar nicht so gut, so groß zu sein und lass uns mal lieber mehrere kleine Einheiten daraus machen? So wurde Jack Ma heute auch zitiert, ja, to be nimble, ja, in the new environment. Und wie gesagt, also die Shareholder, die Investoren an den Börsen weltweit lieben die Story, ja. Also alle großen Investmentbanken haben gesagt, das macht dann jede Menge Sinn, ja. Und du gehst halt dem Anti-Monopol-Ding in China elegantest aus dem Weg, ja. Gibt es da bei den 6 schon so eine Art Champion oder so? Gibt es da jemand, der vorne liegt? Man sagt halt, es muss die Cloud-Sparte sein, weil Daniel Zhang als jetziger CEO dahin geht. Okay. Ja, also er übernimmt die Cloud-Sparte und deswegen sagen viele, ist das wohl Favorite Baby. Ja, ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Trend. Ja. Überleg mal, wenn du dir jetzt mal anschaust, was passiert ist mit Tencent und Ali und den anderen Großen in den letzten Jahren, ja, die einfach zu groß waren. Also wenn du heutzutage jetzt Unternehmer bist in China, dann muss deine Strategie doch sein, so viel wie möglich kleine, separierte Einheiten, die bloß nicht zu groß werden, zu fahren. Ne? Richard Branson fällt mir ein. Der hat das immer so gemacht. Sobald eine Firma mehr als 300 Leute hat, hat er wieder einen Spin-off gemacht. Und wieder eine kleine. Immer klein halten, nie groß werden. Immer wie ein Startup halten, ne? Bloß kein großer Klotz werden. Ne? Genau. Ja, und wahrscheinlich ist das im heutigen China der bessere Weg. Aber wie gesagt, Jack ist mal wieder im Lande. Ich glaube, die viel spannendere Frage ist, wie lange wird er im Land bleiben? Ja, wir Zuschauer von Wang Ji wissen ja, dass er eigentlich hauptsächlich in Japan lebt. Der gute Jack. Und mal sehen, wie schnell er sich dann auch wieder aus dem Staub macht. Ja. Egal, ob er jetzt gezwungen wurde zu kommen oder nicht. Aber die Frage ist, wie lange bleibt er denn eigentlich wirklich? Ne? Ja. Wie seht ihr das denn, ihr beide? Ja. Was ist denn wie ist denn der allgemeine Ton oder was für ein Wind weht denn jetzt gegenüber Entrepreneuren generell? Kann man da was sagen, Daniel? Also das ist ja, sagen wir mal, Jack Ma ist für mich sowas wie der chinesische private Entrepreneur. Also in einer Art und Weise. Deswegen wird ja auch spekuliert, dass er eher oder weniger
heftigst dazu aufgefordert wurde, jetzt zurückzukommen und Good Face zu zeigen, ja, damit sozusagen das ein positives Signal gibt. Also ich glaube, dass jeder private Unternehmer in China also Jack Ma als Vorbild hat im gewissen Sinne. Und der genießt nach wie vor Hochachtung. Und ich glaube, das wird genau beobachtet. Und die Leute sind natürlich auch nicht blöd zu wissen, was da passiert. Ne? Also das glaube ich schon. Also ich glaube zwar auf der einen Seite, was du ja auch sagst, momentan geht was in China. Ja, das ist halt ein positiver Push jetzt nach Corona und viele Sachen passieren und neue Dinge fangen an. Aber das Vertrauen des Privatunternehmers ja nach vorne wurde jetzt nicht durch diese Maßnahmen wieder, sagen wir mal, bestätigt. Dazu ist, glaube ich, zu viel kaputt gegangen in den letzten 2-3 Jahren. Ja, ich glaube, also ist auch meine Wahrnehmung von den Earnings Calls, die ich mir entweder anhöre oder dann als Transcript nachlese, ist, dass die alle sich mit der neuen Situation vertraut gemacht haben. Sie sind in Compliance, das passt schon, aber es ist halt auch eine gewisse Resignation da. Ja, ja. Und dieses verrückte Wachstum der Vergangenheit werden wir nicht mehr haben, das ist durch. Und die große Frage, ja, die können wir heute hier nicht beantworten, aber wir können alle das beobachten und die Leute teilhaben dran. Und das ist die Frage, woher wird die Innovation in Zukunft kommen? Wer sind die neuen Jack Ma's im Hard Tech, im Advanced Manufacturing, in all diesen Zukunftsbranchen, in denen China ja nach dem alten Made in China 2025 alle identifiziert hat, wer wird dort eigentlich wirklich der Player sein? Oder werden es nicht doch vielleicht eher staatseigene Player sein, die dort positioniert werden? Und wie will man in solchen Unternehmen die Innovationskraft sprießen lassen? Also die Frage kann ich mir heute noch nicht beantworten, deswegen bin ich sehr skeptisch. Es wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Also das ist jetzt wirklich rein spekulativ, ne? Das kann keiner vorhersehen. Aber ich glaube, der chinesische Unternehmergeist, der ist ja viel, viel älter als 1949. Das ist, glaube ich, was Urchinesisches. Das wird es immer geben. Und deine Frage zielt ja nach großen, wirklich großen nationalen Großprojekte, große, große Durchbrüche. Ich habe das Gefühl, das geht auch in die Richtung irgendeiner Form von öffentlichen, privaten, Hand-in-Hand-artigen Strukturen in China. Ja. Ja. Was mich immer wundert ist, und ich glaube, man muss vorsichtig sein, es wird ja seit Jahrzehnten immer gesagt, ja, man könnte ja Innovation nicht betreiben. Das ist jetzt wirklich die Frage, ne? Innovation ist nicht möglich ohne ein Maß an Freiheit, ohne ein Maß an Rebellentum, ohne ein Maß an der Fähigkeit, dass die vorhandenen Gewissheiten, Wahrheiten und Reglements außer Kraft zu setzen. Das ist ja das Urtypische eines Entrepreneurs. Aber vielleicht ist es, aber China hat ja schon vor vielen hundert Jahren hat gezeigt, dass die irgendwie mit einer guten Technokratie, das war damals das Beamtentum, dass sie schon sehr modern und von oben nach unten schon Dinge machen können. Ne? Also dass die ersten Manufakturen im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, da will ich jetzt nicht tiefer eingehen, aber ich glaube, es wird irgend so eine Public-Private Partnership, PPP, wie die Juristen das gerne nennen. Aber sowas in der Richtung, ne? Ich denke gerade an PPP, ne? Das ist so Public-Private, da wird es irgendwie so einen Mix geben, wo, und das ist auch typisch chinesisch, ne? So ein Hybrid-Geschichte vielleicht. Das ist so mein Gefühl. Was ja jetzt ganz interessant war im März, dieses China Development Forum, ja, das ist ja, sagen wir mal, schon die wichtigste Konferenz einmal im Jahr, wo die Regierung alle Top Global CEOs eigentlich einlädt, ja, so ein bisschen die Brücke, wo dann auch der Premier, Vice-Premier immer noch eine Rede hält und so weiter. Ich war da früher auch ein paar Mal dabei, da im State Guesthouse, Jiao Yutai, ja. Das war jetzt zumindest schon interessant zu sehen, dass da eigentlich fast wieder alle CEOs und Tim Cook etc. alle gekommen sind. Das finde ich schon gut. Ja, ich meine, klar, China halt wegen der Wichtigkeit, aber zumindest wird geredet und es findet Dialog statt.
Also das ist zumindest, glaube ich, schon mal ein positives Zeichen. Und ich glaube zwar auch, dass das Unternehmertum nach wie vor jetzt nicht super positiv ist, aber auf der anderen Seite der chinesische Kreativität, Innovation, harte Arbeit, sprich das ganze Unternehmertum ist auch nicht tot zu kriegen. Ja? Also bin da eher schon noch optimistisch. Ja, ja, das wollte ich eigentlich auch so als unser Schlussthema nehmen, dieses Gathering da im Diaoyutai. Gab es ja relativ viele Stimmen dazu. Und ich glaube auch, dass wir das erstmal als, das ist bestimmt nicht wie früher gewesen. Es gab auch einige negative Kommentare, die Stimmung hat sich geändert, das war alles so ein bisschen subdued, ja, also das war alles andere als euphorisch, sagen wir es mal so. Und aber es ist ein Neuanfang, ja. Also irgendwie muss es ja auch mit China und der Welt weitergehen. Es kann nicht alles nur eine Katastrophe sein. Das kam heute, gestern auch in der Ansprache von der von der Leyen nochmal deutlich durch, dass sie nannte es De-Risking by Diplomacy, ja, und dass wir dieses Sprechen miteinander, dieser Austausch, ja, auch wenn wir jetzt echt viele, viele Themen haben. Klasse. Ja. Gute Schönes Runde. Wochenende, Jungs. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das soweit. Gut gemacht. Haben wir viel, gemacht. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Aufschlag. Machen wir.